Ja gut, dafür, dass die doch ach so berühmt sind, die dieser Schwerthold und Schildrich, so adlige, berühmte Leute, habe ich im Abenteuer noch nichts von denen gehört. Die tauchen gerade zum ersten Mal auf. Oh, Engineer, das sieht gar nicht gut aus. Das könnte kurz eine Pause gebrauchen. Ruht euch kurz aus. So, mein Team ist wieder geheilt. Von meiner Mutter. Mit einem Meisterball kann man doch garantiert jedes Pokémon fangen. Oder? Wahnsinn. Irgendwann triffst du mal ein Pokémon, bei dem du so einen Ball einsetzen möchtest. Na, mit Sicherheit. Gut, na dann geht's hier mal weiter. Dort, wo alles begann. Am Ort des Anfangs, hier sind wir gleich hier bei Hope im Haus. Wir müssen dann gleich zu der Professorin hin, zu Professorin Sanja. Hallöchen. Zu Hope ins Zimmer. Ist er dort? Ne, der verfolgt Schwerthold und Schildrich. Oh, was denn hier? Da liegt ein Pokéball, der ein Glumanda enthält. Du liest dir den beigelegten Brief durch. Lieber Zwergfürst, dieses Glumanda ist ein etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslust kämpfen. Viele Grüße, Delion. Glumanda erhalten. Okay. Für Glumanda wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Haben wir jetzt ein Glumanda geschenkt bekommen? Das ist ja Wahnsinn. Dieses Pokémon bevorzugt heiße Dinge. Bei Regen soll seine Schwanzspitze dampfen. Spitzname für Glumanda. Na, da kann ja nur ein Spitzname herhalten. Das ist ja, da gibt's nur. Da gibt's ja nur einen Spitzname. Delion. In mein Team? Oder das ist ja jetzt gut, das ist jetzt eigentlich nicht so. Eigentlich nicht. In eine PC-Box. Ja gut, das ist jetzt das Domanda zu trainieren, das wird jetzt nicht Level 40 sein. Das ist eigentlich nicht so gedacht. Bei den Kämpfen, die wir jetzt noch bestreiten müssen, eventuell. Wenn wir jetzt wieder einem Schwerthold oder Schildrich begegnen. Nun ja. Habe ich jetzt nicht Bock, noch so einen Glumanda damit zu schleppen. Obwohl, das würde bestimmt schnell Entwicklungen kriegen, schnell zum Durak werden. Wenn das hinten rein mitgeschleppt wird. Dann wüsste ich nicht, welches Pokémon ich aus dem Team rausnehmen würde. Gut, da sind wir hier bei Sanja im Labor. Das ist doch das Labor, das ist die Bibliothek. Ich gehe mal kurz rein. Ach ja, da sind wir richtig hier, oder? Oh! Professor Sanja, Sie haben Besuch. Ah, Zwergenfürst, da bist du ja. Ist das deine Assistentin? Korrekt, ich habe mit meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun und also hilft sie mir aus. Präsident Rose hat eine große Menge an Wunschsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Meine Assistentin hilft mir dabei, die Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist mir eine große Hilfe. Ach, ich mache doch nur meine Arbeit. Du bist also Zwergenfürst, The Champ. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Dann komm mal mit, ich will dir was zeigen. Erinnerst du dich noch an meinen Energiequellendetektor? Er schlägt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Ganapartikeln erfasst, also an einem Ort, an die Dynamaxierung möglich ist. Nun, du wirst es nicht glauben, aber der Detektor hat aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, als diese zwei Klaus aufgetaucht sind. Das bedeutet, wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlägen eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen.
Schwerthold und Schildrich. Oder war es Schwertrich und Schildhold? Ich bringe diese absurden Namen nur durcheinander. Klaus ist kürzer und passt. Aber bleiben wir beim Thema. Ich habe überall in der Galar-Region Energiequellendetektoren verteilt. Also dann. Zeigt, was ihr könnt, Detektoren. Aha. Oh, hö. Route 2, Haus der Professoren. Begib dich zum Pokémon-Labor in Brassbury. Es ist doch hier. Da wollen wir hin. Kannst gerade kein Flugtaxi holen. Okay. What the fuck? Wow, so einen heftigen Ausschlag hatte ich nicht erwartet. Das Signal kommt aus dem Tokfield-Stadion. An sich ist das nichts Außergewöhnliches. Immerhin ist das Stadion die Dynamaxierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. Nidalos kann nicht die Ursache sein. Er ist in deinem Pokéball. Also hat es vielleicht etwas mit den beiden Clowns zu tun. Zwangfürst, als Champ solltest du dieser Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Es vereinfacht die Orientierung. Aha, okay. Ja, jetzt sind wir hier. Haben wir eine neue Mission vom neuen Professor bekommen? Ja. In was für einem Stadion war das jetzt noch gleich? Ja. Okay, ich überlege jetzt hier gerade mal meinen Dumanda mit reinzunehmen. Das wird sich sehr schnell entwickeln, wenn wir das einfach nur hinten herziehen. Was kriegt ja das ganze Team auf einmal? Das ist ja sehr sinnvoll. Ich glaube, das ist sinnvoll. Können wir gleich im Glurak trainieren. Level 5. Ja, es wird jetzt hier gleich gepusht. Ja, tut mir leid für Ninilein, aber ja, Ninilein. Jetzt haben wir 3 Feuer-Pokémon im Team. Naja. Gut. Skumanda setzen wir ja nicht ein. Ich will noch mal kurz hier im Shop vorbeischauen, ob es eine hübsche Klamotte gibt. Gut, zum Brassbury Bahnhof müssen wir gar nicht, wir können fliegen. Cremers Schild. Ja. T-Shirt Arcani. Das Geld haben wir jetzt. Ich kaufe mir ein Arcani-Shirt. Ja. Längst überfällig. Ach, muss mich jetzt auch noch umziehen. Ach nö, habe ich schon. Die Karte schon aktualisiert. Liga-Karte. Kann ich euch an dieser Stelle auch nochmal zeigen. Jetzt nach der Top 4. Ja, mit dem roten Hemd sieht es eigentlich noch besser aus. Aber gut. Jetzt habe ich ein hübsches Arcani-Shirt gekauft. Hier nochmal der Kartencode. Verbindung fürs Internet. Liga-Card teilen. Sekündchen. Das ist der Kartencode. Eine Liga-Karte aktualisieren. Wartet. Das ist jetzt der Kartencode. Das können wir jetzt hier. Hübsches Foto gemacht. Können wir gleich mal posten. So, wer es braucht. Großartig, ist auf Twitter. Wenn es geklappt hat, mal schauen. Gut, speichern sollte ich auch mal bei der Gelegenheit, wäre nicht schlecht. Da haben wir das Ganze hier. Die Niga-Ohren auch nochmal gesehen, dass ich das geschafft habe. Das ist noch nicht aktualisiert, aber man sieht 4 Sterne. Es ist ja Niga bestanden mit der Nummer 42. Großartig. So. Wie war das nochmal mit dem Fliegen?
Flugtaxi muss ich mir holen. Ja. Wie ging das noch gleich? Habe ich noch nie ernsthaft versucht. Flugtaxi. Bisher konnte ich immer überall hinlaufen. Bisher musste ich immer überall hinlaufen. Irgendwo standen die doch rum, oder? Und dann fahren wir halt mit dem Zug. Das geht jetzt hier auch ganz verkürzt. Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Was? Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Ach, ein kleiner Teaser hier auf. Ja, komm. Ist schon Release? Ist jetzt schon das DLC zu Pokémon Schwert und Schild? Der Rüstungsdingens, ist das schon? Ist das schon released worden? Das gibt's doch nicht, oder? Na dann. Das kaufen? Nee, ich will hier. Okay. Engine City wollte ich, oder? Wohin wollten wir? Engine City war es jetzt, glaube ich, nicht so wirklich. Stadion, yo. Engine City. Das ist es nicht. Karte her. Ja, hier der Erweiterungspass. Nee, den habe ich mir tatsächlich noch nicht gekauft. Habe ich erstmal auch nicht vor. Torfield. Wo befand sich das noch gleich? Warum denn Torfield? Das ist jetzt. Wie kommst du auf Torfield? Kirchester. Route 7. Torfield. Passbeck. Wo zum Henker war nochmal Torfield? Fernbelly. Score City. Torfield. Engine City. Ghana-Mine. Torfield. Hier wollen wir hin. Jetzt wird geflogen. Ach so, geht das mit der Karte. Ja gut, das hätten wir mal sagen müssen. Torfield. Mein Pokémon-Team, wie sieht das aus? Ein Glumanda drin. Dedion. Ganz ans Ende gelegt. Müssen wir gar nicht einsetzen. Level 5. Es wird von alleine trainiert. Im Torfield-Stadion also. Im ersten Stadion unserer Wanderung, unserer Reise. Ja, großartig. Ja, schauen wir mal. Ness. Was machst du denn hier? Huch, na, wenn das nicht. Oh, der Champ. Gut, dass du hier bist. Lange nicht mehr gesehen. Was für eine lässige Begrüßung. Als unser neuer Champ bist du ja noch eine Nummer größer als die Dynamax-Pokémon. Also, ich war gerade mitten in einem Schaukampf mit Ness, als plötzlich dieses Dynamax-Pokémon im Stadion geplatzt ist. Von deinem Trainer war weit und breit nichts zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Ja! Stimmt ja, ich bin jetzt der Champ, ich muss mich um den ganzen Scheiß kümmern. Das sind jetzt meine Angestellten. Die Arenaleiter. Irgendwie schon. Okay, jetzt sollten auch alle Zuschauer aus der Nordkurve des Stadions sich zurückgezogen haben, in Sicherheit sein. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, dass Dynamax Pokémon tobt immer noch umher. Danke für deine Hilfe, Hope. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Du bist echt ein herausragender Arena-Challenger. Tja, und trotzdem habe ich im Vorturnier den Kürzeren zugezogen. Ah, Zwergfürst. Ich bin doch diesen beiden Clones gefolgt. Und da habe ich gesehen, wie sie ins Stadion von Torfield gestolziert sind. Ich wollte sie noch weiter verfolgen, aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da musste ich einfach helfen. Ja, da habe ich diese beiden dadurch völlig aus den Augen verloren. Tut mir echt leid. Ich würde ja zu gerne mehr über diese beiden merkwürdigen Gestalten erfahren.
Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass dieses Dynamax-Pokémon sich wieder beruhigt. Wir haben es hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun, Zwergfürst. Als Champ wirst du uns doch sicher zur Seite stehen, oder? Aber klaro. Alles klar, dann auf zum Kampfplatz. Schätze, ich bin auch mit dabei. Zu viert. Na toll. Das Pokémon trifft zwar keinen Schuld, aber es geht mir trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Show gestohlen hat. Als Bruder des ehemaligen Champs bist du doch auch mit von der Partie, oder? Ich weiß nicht, ob ich euch gegen dieses Giganex-Pokémon eine große Hilfe sein werde. Gut möglich, dass ich euch eher ein Klotz am Bein bin. Also, ich kenne deinen Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass er sich nicht so leicht von seinem Weg abbringen lassen würde, obwohl er sicher zugegebenermaßen ziemlich oft verläuft. Kommst du? Na schön. Okay, auf geht's. Ness kann wohl einfach nicht anders. Er ist eben durch und durch ein großer Bruder. Los, wir sollten jetzt bei dir auch nicht die beiden warten lassen. Im Blattkäferstadion. Na, schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ein Giga-Dynamax-Pokémon. Fruyal. Zu viel gegen Fruyal. Ja gut, wo ist jetzt das Problem? Das werden wir doch wohl, das eine ausgeflippte Pokémon, das werden wir doch jetzt hier wohl, vor allem vom Typ Pflanze, das werden wir doch wohl besiegen können. Das kriegen wir doch hin, deiner Zauber. Ja, weil mein linker Fuß ist eingeschlafen. Das sitzt ja auch ziemlich unbequem. Puh. Drahtanz. Oh, der Drapfel. Ja, wir haben so viel verpasst. Wir hätten mehr in der Wildnis verbringen sollen. Mehr in dem. Hier in der Naturzone. Das ist also. Lauchzenot, Drapfel. Das ist. Wir haben so viele Pokémon verpasst. Das ist eigentlich sehr tragisch. Oh, wieder Dynamax. Bortrom. Gut, so geht's natürlich auch. Na komm, das ist doch hier eine Lachnummer, das werden wir doch hinkriegen. Na komm, strengt euch ein bisschen an, haut da rinne. Bricker Wachs, zur Hälfte ist es schon besiegt. Na komm, noch mit deiner Dynamax-Attacke. Okay, das bringt scheinbar nicht so viel. Ist ja auch Pflanze Dynamax, das ist jetzt Pflanze gegen Pflanze. Naja, Rufus, ein Volltreffer. Brandsteppe, na komm, das muss doch. Was? Das bringt nichts. Händeschern. Na komm, Samenbomben. Tun's die anderen. Next Wild. Na komm. Fast besiegt. Ist schon im gelben Bereich. Im roten Bereich. Na komm. Leute. Turmkick. Was? Hat sich verkleinert. Na, wundervoll. Puh. Haben wir es besiegt. Bezwungen. Ja, wo sitzt Beleber ein? Puh. Puh, das wäre geschafft. Dieses Dynamax-Zeug ist mir einfach nicht geheuer. Du bist nach wie vor kein Freund vom Dynamax-Phänomen. Wie? Aber in diesem Fall kann ich es nachvollziehen. Aber diese Dynamaxierung eben war etwas faul. Da war keine Spur von seinem Trainer. Außerdem konnte Fruyal seine eigene Kraft nicht richtig kontrollieren. Es hat fast schon verwirrt auf mich gewirkt. Stimmt. Für gewöhnlich Dynamaxieren sich ein Pokémon, indem es auf Dynamax-Band reagiert. Die Harmonie zwischen dem Trainer und Pokémon wurde durch irgendwas gestört. Hast du irgendwas Ungewöhnliches gespielt, Zwergfürst? Ja, vorhin im Wald, da war schon was. Du hast also gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war? Jedenfalls lässt sich sein Trainer hier auch nach wie vor nicht blicken. Eine äußerst seltsame Geschichte.
Ich werde dafür sorgen, dass man sich im Stadion von Torfield gut um Fruyal kümmert. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Leute. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Zwangfürst, falls du jemals meine Hilfe brauchst, dann lass es mich wissen, okay? Ich als Champ deine Hilfe? Naja. Du hältst eine seltene Liga-Karte von Yarrow, sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Haben wir nicht schon eine Karte von dem? Ist aber eine seltene. Also gut, mein Kleines, dann komm mal mit. Oh, oha. Du hast unser Dynamax-Schauspiel doch tatsächlich ein Ende bereitet. Oh, oha. Wie erwartet hat der Champ der Pokémon-Liga nichts Besseres zu tun. Was die auf einmal? Da sind sie, da stecken sie. Hier steckt ihr zwei. Gebt uns den rostigen Schild und das Schwert sofort zurück. Achso, das Schwert haben wir, das Schild. Oh, oha. Mir ist neu, dass es sich dabei um dein Eigentum handelt. Und selbst wenn es sich so, wenn es so wäre, wir geben dir gar nichts zurück. Euch piept's wohl. Kommt auf der Stelle da raus. Was habt ihr hier überhaupt zu suchen? Ich dachte, alle Zuschauer und das Personal seien aus dem Stadion evakuiert worden. Derlei Vorschriften gelten nur für den Pöbel. Uns eins betrifft das nicht. Ganz genau, denn wir sind berühmt. Hä? Keine Sau kennt euch, Leute. Dass jemand mit solch einem absurden Frisur wie du das nicht begreift, wundert mich kein bisschen. Mein geschmacksfreier Freund. Und erst dieser absonderliche Schwarz-Weiß-Look. Skandalös, nicht wahr, Bruder? Mir doch egal, was ihr zwei unverschämte Ignoranten wie ihr von mir haltet. Wie dem auch sei. Unser Experiment war ein voller Erfolg. Gewiss doch, als nächstes sollten wir versuchen, noch stärker Pokémon zu dynamaxieren. Gewiss doch. Und zu guter Letzt enthüllen wir die wahre Natur von Zacian und Zamazenta. Was habt ihr mit Zacian und Zamazenta vor? Sperrt die Lausch auf, verachtenswertester Champ. Wir werden ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen Amok laufen lassen. Wenn du uns aufhalten willst, solltest du dich besser an unseren formschönen Fersen heften. Die berühmtesten Fersen, die ich je zu Gesicht bekommen habe. In diesem Sinne, ade. Es ist dieses ganze Chaos auf eurem Mist gewachsen. Hey, bleibt geflext stehen. Ihr könnt doch nicht einfach abhauen. Immer mit der Ruhe, Hope. Du darfst nicht gleich den Kopf verlieren. Aber die zwei machen die Biege. Wir müssen sie doch aufhalten. Sie können uns geradewegs in eine Falle locken. Wir sollten ihnen nicht blindlings nachlaufen. Aber... Uff, na schön. Du hast wahrscheinlich recht. Gut, dann atmen wir jetzt einmal tief durch und beruhigen uns. Aus dem wirren Gebrabbel dieser beiden Typen können wir zumindest schon einmal schließen, dass sie das Pokémon zur Dynamaxierung gezwungen haben. Und sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Und wir müssen sie aufhalten. Ganz mit deiner Meinung. Um den rostigen Schild kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal was gegen diese Typen unternehmen. Zwangfürst Ness. Die schnappen wir uns. Jutz. Aber erst im nächsten Part. Ja, da mich nach oben sollte sich gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im nächsten Part wieder. Jetzt geht's gleich weiter mit der Story. Ach du Schande. Ah, da bist du ja, Zwangfürst. Es herrscht das reinste Chaos. Die Messwerte für Galar-Partikel in Torfield hatten sich gerade normalisiert. Jetzt schlagen die Dekoratoren in dem Stadion von Kilton und Engine City wie verrückt aus. Kilton und Engine City also, aha. Aber erzähl mir doch erstmal, was hier genau passiert ist. Was, ein dynamaxiertes Pokémon hat im Stadion verwüstet? Die beiden Clowns stecken dahinter. Oh, Zania. Nanu, was machst du denn hier, Hope? Und Ness, du bist ja auch da. Was bringt dich ins Torfield-Stadion? Sollst du nicht in Spikeford sein? Warum? Als ehemaliger Arena-Trainer
kann ich mich ja wohl herumtreiben, wo ich will. Ach, egal. Jetzt sind etwa auch in anderen Stadien Dynamax-Pokémon ausgetickt. Ganz genau. Aus den anderen Städten erreichen mich ähnlich hohe Werte wie zuvor als aus Torfield. Dann könnte auch Mary in Gefahr sein. Keine Sorge, in Spikeford scheint momentan noch alles im Lot zu sein. Bisher schlägt der Detektor nur für Kilton und Engine City aus. Puh, verstehe. Wir können auf keinen Fall tatenlos herumstehen und Däumchen drehen, während diese Typen wahllos Pokémon zu deiner Maxierung zwingen. Das siehst du doch auch so, Zwergenfürst. Los auf in die Stadien. Diese Entschlossenheit, du klingst sogar schon wie ein echter Champ. Das Aufspüren der beiden Clowns könntet ihr mir überlassen. Wenn ich Augenzeugenberichte aus dem Internet abgleichen sollte, sollte ich ihren Aufenthalt relativ leicht ermitteln können. Dann überlassen wir dir die Recherche. Sanja, stimmt's? Wir sollten derweil die anderen Stadien nach den beiden durchkämmen. Ja gut, jetzt nicht so viel rumgelabern. Nicht so viel rumgelabere. Brechen wir auf. Was drehen die auch immer so rum? So mal schnell ein Pokémon-Team heilen. Und dann sage ich schon mal, ich hab's schon gesagt, beenden wir einfach den Part jetzt hier. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.